Ich quatsche einfach mal drüber, weil das anscheinend überspringbar ist. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Display. Wir spielen Valkyria Chronicles, ein japanisches JRPG aus dem Jahre 2008. Wurde 2014 auf Steam geportet. Ich habe noch nicht wirklich die Ahnung, was mich erwarten wird. Ich muss einfach mal anspielen, um zu gucken, ob es gut ist oder nicht. So eine Mischung aus XCOM und Strategie und japanischer Story und allem sein. Keine Ahnung, was mich erwartet, wirklich. Ich habe auch nicht großartig Reviews gelesen oder so. Ich habe es mir vor einem Jahr mal im Steam Sale gekauft für, keine Ahnung, 7 Euro oder so. Ist auch schon über 10 Jahre alt, das Spiel insgesamt. Und mal gucken, wie es wird. Ich schätze, wir warten einfach jetzt dieses wunderschöne Intro ab, bis ich irgendwas skippen kann oder so. Die Steuerung ist wohl nicht sonderlich für Tastatur und Maus ausgelegt, von dem, was ich bisher gesehen habe. Wir schauen einfach mal. Dafür, dass ich die Auflösung einfach Maximum habe, sieht das nicht sonderlich nach Full HD aus. Also, keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht wird es ja noch besser. Ich habe im Raum auch ein bisschen was umgebaut. Mein Mikro steht jetzt ein bisschen anders. Ich hoffe, dass es nicht allzu viele Ruckler in der Audiospur geben wird. Das fände ich nämlich sehr, sehr schade. Das sieht auf jeden Fall 60 FPS aus. Was zum Teufel. Okay, da darf ich jetzt auch spielen oder wird das ganze Spiel so ablaufen, dass ich irgendwelchen Sachen zugucke, bis ich 3 Minuten kämpfen darf? Ach ja, es wird auch so schwer werden. Kann sein, dass ich einfach abbreche, weil es so schwer wird. Okay, Valkyria Chronicles. Ey, was zum Teufel, Start. Okay, es war Enter. Options kann ich mit Leuten mittlerweile sparen. Ich konnte bis noch gar nicht in die Options gehen. Weil ich das schon sehe, kotze ich ab. Wie muss sein, New Game. Wozu muss ich mir jetzt dieses riesige Intro angucken? Achso, ja, das ist übrigens auch sehr auf den Krieg gehen, falls es noch nicht klar war. The year was 1935, East. Ist doch voll auf Englisch. Two powers controlled the continent. In the East, the sun rose over the autocratic East European Imperial Alliance, otherwise known as the Empire. Ich find's cool, dass die japanischen Leute Europa genommen haben. The Atlantic Federation. Both powers depended on a precious mineral, ragnite, for their survival, and its growing scarcity led to the inevitable war. Hostilities began in the east when the empire aggressively crossed their western border. Das ist nochmal Tab Zero. And the second European war was on. Der zweite europäische Weltkrieg. The Empire, with its vast military superiority, struck hard, gaining ground in early victories and putting the Federation on the defensive. Emboldened by their progress and momentum, the Empire set their sights beyond the borders of the Federation. In neighboring Gallia, a peaceful principality along the sea, they found their next victim. Gallia had long maintained its neutrality in the tensions between the two superpowers. But the rich stores of ragnite under the Gallian soil proved too tempting for the Empire. It amassed troops along the eastern border and invaded with all the force of an avalanche. Und okay, das ist ja eine Mischung aus Type Zero und Final Fantasy 12, interessant. Okay, ja, übersetzen wird schwierig bei solchen langen Sachen. Es gibt eine Westmacht und eine Ostmacht. Die Ostmacht greift gerade an, nimmt sich ein kleines Territorium unter und mal schauen. Okay, neue Episode, das ist sehr schön für dich. Press F, ne? Wie kann ich das auswählen? Ich hoffe, das ist richtig. Das muss ich mit der Maus machen. Okay, warum auch nicht? Ach, ist alles noch schön friedlich. Town of Bra. Die Stimme könnte ein bisschen lauter sein. Ich hoffe, ich kann es noch umstellen später. Residents are leaving the town before the invasion. Headed inland towards the capital. I haven't been down this road in years. It really hasn't changed very much. Leute nehmen es sehr gefasst, dass sie ihre Heimat verlieren.
Hey there, guys. Die Fische werden sterben. Starting early this year. You're heading upstream, huh? How's the water? Das Barberwasser. Die weißen Ränder stören nur ganz dezent. Oh! Er ist tot. Wir sollten aufhören zu spielen, er ist tot. Haven't seen you around before. What's your name? My name's Welkin. And you are? The one with the gun. We're with the Brueltown Watch. I'm Alicia. Alicia Melchiot. So, I'm wondering what you've been writing in that little book you've got there. Imperial spies are in the area. This book is nothing, really. I was just sketching the fish and, you know... Yes. Oh, I know. And you know there's a war on, don't you? All right then, Mr. Artist. We'll talk about fish sketching down at the station. Take him away. Thanks, Fisch. Gib nicht den Fisch die Schuld. Niemals. Cool, okay. Das war interessant. Dieser Typ wurde sinnlos festgenommen. Was auch immer. Sie liest das Buch doch. Wo ist das Problem? You're not bad with a pen, are you? I have to say, they're really very good. Thank you. Really very good. So you see, I really was just sketching. Maybe. Or this could be some kind of secret code. And I intend to take my time finding out for sure. Great. Welks? Is that you? Isara! Oh, your timing is perfect. What have you gotten yourself into now, Welkin? Wait. Don't you live at the old general's house? That's right. I'm General Gunther's daughter, Isara. You do know everyone's supposed to evacuate, right? Yes, I'm aware of that. My brother's here to help me move to the capital, but that may be difficult. I mean, unless you're willing to let him go, that is. Huh? I apologize, but I was just doing my job, you know. I saw you with the notebook and thought you were a spy. Again, I'm really sorry about that. Thanks. Don't worry about it. I can see how I might have looked a little suspicious. Welks has a real passion for observing nature. That's why he's studying it at the university, right? Guilty as charged. I get so into it sometimes I forget where I am or that somebody might be watching me. Es ist kein Verbrechen, was zu zeichnen, Kollege. Everyone, keep your heads down! Over there! Yo, diese zwei Soldaten machen jetzt alles kaputt. Yo! Was zum Teufel? Diese zwei Soldaten hat man nicht kommen sehen, wo es doch erwartet wurde, dass man hier gleich alles einnimmt. Welkin, you can handle a gun, right? Yeah, I mean, I made it through training anyway. Well, they're probably just a small scouting team. Zwei Soldaten. I'm with you. Ein ganzes Dorf mit Soldaten voll gegen zwei Soldaten. Okay, das könnte spannend werden. ja, speichern. Für speichern muss ich F drücken. Klar. Okay, das Spiel gibt mir schon Hinweis, dass ich vorher und nach jedem Kampf speichern sollte. Cool. Encounter at Bra. Jetzt bin ich ja gespannt. Okay, here's the plan. Oh, wir haben noch Zeit, einen Plan zu machen. Okay, interessant. Bra. Town of Bra. Okay, wir müssen die imperialen Soldaten platt machen. Ich glaube, ich bin blau, ne? Aha. Wir starten hier und nehmen alle drei auseinander. Fett, okay, aha. Nee, doch nicht.
Sehr, sind wir jetzt blau oder rot? Wir sind noch blau. Okay. Einfach alles kaputt machen. Geht klar. Ich verliere, wenn Welkin stirbt, Alicia stirbt oder 20 Züge vorbeigehen. Let's get started. Just stay calm and get it done. Mal gucken, wie viel 20 Züge sind. Okay. Das ist interessant aus. I see three of them. That's three too many. Stay sharp. Das sind drei zu viel. Als ob ihr nicht vorbereitet gewesen wärt. Was auch immer. Listen a second. There's something I should explain. Zum Beispiel, wie man eine Waffe benutzt. CP, Command Points. Okay. Okay, wenn der Kampf startet, sehe ich eine Map vor, wie meine Leute starten. Das ist der Kommandomodus. Okay, ich kann mich hier bewegen, dann soll ich das Leerzeichen drücken. Was zum Fick? Okay. Okay, das benutzt diese Punkte. Okay, ich kann drei Kommandos ausführen. Das dürfte interessant werden. Okay, da drüben sind die Leute. Wow. okay, das ist interessant. Das ist... 1, 2, 3. Der Platz ist schon bei dieser Brücke, da soll... Kann ich einfach hier chillen oder so? Oh, okay. Action Points. Okay, so welche CP benutze, kann ich den Trupp dann auswählen im Action-Modus. Ich kann mich einfach frei bewegen, wie ich will. Okay, und je mehr ich mache, umso mehr geht dieser Balken dann halt ich runter. Okay, interessant. Na, ich bin ja gespannt. Okay, wer ist D? Das geht klar. Wow. Ja, ich habe die rechte Maustaste gedrückt und es gibt direkt das nächste Tutorial. Okay, wenn ich E drücke, aka rechte Maustaste, man kennt's, komme ich in diesen Feuermodus. Okay, mit Q und E kann ich das Ziel wechseln, das werde ich mir auf jeden Fall fett merken. Und die Gegner können nicht angreifen. Okay. Okay, die Schüsse landen auch irgendwo innerhalb dieses Kreises, alles klar. Okay, man kann immer nur einmal angreifen in diesem Modus. Und wenn die überleben, was ich da mache, dann können die einen Gegenangriff starten. Oh, okay. Das ist ein Problem. Schieß einfach. Vielleicht näher rangehen sollen. So, jetzt gibt es noch Endaktionen. Eine Einheit mit 0 AP, die einen Angriff gemacht hat, kann die zu machen. Das macht Sinn. Okay. Cool, mit Escape komme ich zurück, so wie es aussieht. Kann ich noch irgendwas machen? Oh shit. Mist, kann man nur einmal schießen. Okay, das ist das Problem. Okay, das Schießen sinnlos auf mich. Interessant. Ja, gut, wenn ich nicht mehr schießen kann, dann bin ich fertig. Gott. Steuerung. Okay, das ist Waken. Hab ich noch jemanden? Und einen anderen Typen. Oh, ich lass ihn direkt ausdrücken. Warum auch nicht? Okay, mit ihm gehe ich jetzt ein bisschen näher ran. Ja, oder du schießt ganz nett auf mich. Ja, ja, was wird? Okay. Diese Musik klingt fast genauso wie die Bossmusik für Standard-S-Bahn aus Final Fantasy XII. Ich bin mir fast, es ist genau dieselbe. Ist das zufällig aus Square Enix oder so?
Okay, ich wollte eh gerade mal so testen, ob ich, okay, Deckung benutzen. Deckung rantreten, einfach benutzen, das habe ich schon gecheckt mittlerweile. Easy. Okay, hinter Deckung ist man immun gegen Kopfschüsse und kritischen Schaden. Interessant. Okay. Außen sollte ich die Züge immer Deckung blenden. Will Kaiser noch laufen? Das ist schnell, sieht gut aus. Aber offenbar findet Welcome diesen Stein nicht so nice. Ist natürlich nicht so geil. Okay, gut, kann ich nichts machen. RIP. Er steht jetzt einfach erstmal da. Ich habe noch diesen anderen Typen da. Okay. Gucken wir, wie der so laufen kann. Ich sehe schon, die Wege optimieren ist absolut wichtig. Kommt der zufällig noch bis zur Deckung? Ah, komm schon, Bruder, du schaffst das. Hey, du. Okay, der ist auch RIP. Cool, mein Zug dürfte damit zu Ende sein. Theoretisch. Okay, Ende der Phase. Aha, dann geht der Gegner los. Okay, je schneller ich eine Mission beende, umso mehr Geld und Erfahrung erhalte ich auch. Okay, also immer schon durchrushen. Aber wenn ich zu schnell bin, ich natürlich mal Lösung drauf. Okay, interessant. Mal gucken, was dieser eine Soldat jetzt noch machen wird. Wird mir jetzt bestimmt richtig fett in den Arsch treten. Achso, da kämpfe ich gerade gegen meinen. Achso. Meiner schießt natürlich auch zurück, oder? Ja, nee. Moment. Das habe ich jetzt nicht gerafft. Hat er gerade meinen Typen so hart gegeben? Okay. Oh, ich kann den Kommandopunkt auf demselben Trupp mehrmals benutzen. Interessant. Okay, aber wenn ich das mache, dann starten Leute mit weniger AP, also mit den Action Points als vorher. Interessant. Okay, wenn ich dann aufhöre, dann werden diese übrigen Aktionspunkte in den nächsten Zug mitgenommen. Okay, ich wollte jetzt einfach mal diesen einen Soldaten, der da ist schon. Soll ich mich sogar ein bisschen beeilen? Das sind nur Schaden. Na, was auch immer. Gut, ich sage jetzt eine Runde beenden können, dann wäre es natürlich easy gewesen. Diese drei Soldaten. B-Rang. Cool. Okay, ich würde Währung einfach Euro nennen. DCC ist da quasi Euro. Speichern war F, ne? Hab ich doch. Ja, safe. Dafür muss er wieder die Maus nehmen. Nein, wie mache ich das? Mit Leertaste. Wusste ich. Habe ich auch mehrere Saves, die ich auswählen können? Achso, okay. Verstehe. Alles klar. Start auf der Leichen an. Bruh. Good. This is shit. Now, go keep watch and stay alert. Yes, ma'am. What should we do with the bodies, ma'am? We'll bury them. So it's begun. I'll do whatever it takes to protect the people of this town. I'll do it. Even going to war, I'll do it.
Ha, ist ein großartiger Job bisher gemacht. Seeds from the lion's paw. It blooms white, small, simple and strong. I want to be able to remember, once the war is over, that it wasn't all just people killing people. That even in war, there was also new life. Krieg, neues Leben, was? Wie willst du die Geburtenraten so steigen lassen? Month of the year 1935, the Empire began its assault in earnest. A formal declaration of war was made upon Gallia. Though it was only a small front in a massive continental assault, what followed would prove that a tiny nation could best a military giant. These events would tell a story of tragedy hidden in the mists of time. A story of courage and of trust, of persecution and hate. Übersetzung: Es wird epischer, als man denkt. And of love, blooming, even through the flames of war. What follows is a record of this conflict and of those who fought, lived and died. Okay, die Story ist schon passiert und Irene erzählt uns also. Wir wissen also schon mal, dass sie überlebt. Cool. The Valkyria Chronicles. Das hört sich schon ganz vielversprechend aus. Nur die Story-Sachen ziehen sich ein bisschen langwierig. Chapter 1. In defense of Bruel. Also, die Länge ist okay, aber es wird sehr langsam erzählt. Okay. Wir dürfen jetzt das Bra-Dorf weiter verteidigen. Cool. Diese weißen Balken nerven so hart ab. Was zum Fick? Hätte man nicht einfach weglassen können. Ich glaube, so viel Grafik zieht das nicht. Really makes it feel like home sweet home. I hear that. It really is one of the most beautiful things about this town. Well, citizens, our enemy can't be far behind. I thank you for your help. Goodbye and take care. Ich liebe es. Ich liebe es. Willst du mir erzählen, dass es schon wieder eine Episode war? How's the packing coming along, Ys? Wer ist Ys? Almost done. Oh. I only need to take the everyday basics. Ah, so ist doch nicht die Story erzählt. Okay, interessant. Well, the Empire's got to be close by. Let's hit the road by sundown. Martha, look! Welks is here! Oh! Welcome back, Welkies! Hallo, Standardmutter! You're still calling me that? Martha, I'm 22 years old. Und genau so bringt eine Story Informationen relevant rüber. And more important, you shouldn't be running around. Aren't you due any day now? Ah, a light jog won't hurt the little spud. I should know. I've already had four of them. Hello there. Is Welkin in? Nein, ist out. Oh, hello, Alicia. What brings you here? Die haben sich gerade verabschiedet. I just wanted to apologize. For before. Here, this is for you. Danke, Brot. Really? These are for me? I work at the bakery. Well, I did until the war started anyway. It's where I live, too. Wieso genau hatte sie das Recht, uns festzunehmen, wenn sie gerade zu den Soldaten gehört? Wenn sie doch eigentlich in der Bäckerei arbeitet? Was zum Teufel? That's preserved bread, so it's pretty hard. Heat it up before you eat it, all right? I baked it myself, so the flavor's guaranteed. Best you ever had. Safe.
Thanks. Do you want to come in? Diesen Ladescreen zwischendurch. Arrested and shot at? You've had a busy day of it, haven't you, Welkies? Ja, ganz normaler Tag hier im Dorf auf Bra. And what a lovely lady you are for all that adventuring. Good job, Welkies. What? Wait, no, it's not like that. Alicia just saved my skin, that's all. Dann fix sie doch. Fix sie doch. He's right, we just met. I'm not his girlfriend, just his hero. Klar. Although I'm really hoping to be his friend. Oh, well, I'm sure you will. Be good to my Welkies here, won't you? Okay, seriously, Martha, enough with the Welkies already. That's a lovely portrait. Is that General Gunther? Wenn ich mir so vorstelle, dass das Spiel aus dem Japanischen übersetzt wurde, dann herzlichen Glückwunsch. Yep. It was taken before I was born. But that's Dad. That's Dad? You're a lucky guy. Heißt der Typ mit Namen nur Dad oder ist es sein Vater? Man kann sich nicht sicher sein. And who's that with him there? My father, Tamer. He was an engineer. The General's tank was his creation. Wait a minute. But I thought the General was your dad. My birth parents died when I was a baby. The General was kind enough to take me in as his own after that. Yeah. We're not related by blood, but she's definitely my little sister. Natürlich. Die sind nicht blutsverwandt, aber trotzdem Geschwister. Das ist Japan. Das ist Japan. Sorry, was that question too personal? Nein. No, I don't mind at all. I was blessed with two wonderful fathers. Zwei Väter, eine Mutter. Ja. Passt. Yeah, I guess you were, huh? Oh, is that really the time? I've got to get going. Die Story muss doch mal get going gehen. Why don't you see her off, Welks? I can take care of the rest of this on my own. All right, I will. I'll be right back. See you later, Isara. Safe travels. Wieder wird der nächste Kampf hier stattfinden. Oh nein, Überraschungsangriff. Wer hätte das kommen sehen können? Wir haben ja keine Scouts oder so, weil wir auch nicht im Krieg sind. Offiziell. Mhm. Wow, look at this. Brule's really becoming a ghost town. They've been leaving for a while. Just about everyone is evacuated by now. You can't blame them. Tensions are rising with the Empire. We'll survive. The town watch will guard and protect the home front. Everyone will come back someday. They'll come back when it's safe again, right? Mm-hmm. So, Welkin, I'm curious. Are you gonna join the army like your father? Hmm. I don't think that's for me. What I'd really like to do is be a teacher. Huh. A teacher? Yeah. Animals and insects, flowers and plants, they've always been my passion. I've learned a lot from nature. You see, my dad, he protected this country as a general. But it's just that I want to give back in my own way. My own way. You know what I mean? I think I do. You're sure about it? Mm-hmm. Wow. That's deep. In your own way. Hmm. Ja, das ist fucking deep. Du sagst 5 Episoden, dann ist er deep in mir. What was that? Das war bestimmt kein feindlicher Trupp. Tactical Nuke incoming. Sie haben's gerade das wieder aufgebaut. Nein. RIP der Dude. Wie konnte man die nicht kommen sehen? Wozu haben die Truppen
Wie kann das sein, dass Leute auch mitten in der Stadt sind? Die haben das schlechteste Militär ever. Der Osten wird die zerstören. I don't believe it. The mill. Miss Melchior, the Imperials are attacking. There's a squad of them in town right now. Ja, wir holen sie uns, kein Ding. Get all the town watch together now. We've got to fend them off. Ach was, auf einmal soll man alle Soldaten ranholen. Was haben die denn vorher gemacht? Waren Kaffee trinken, dass sie es nicht gesehen haben? They must be at Mill Plaza. I'll help. Na safe. Now move out. Stay low.